Was hat die Sonnenfinsternis vom 8. April mit der Entrückung zu tun? Welches prophetische Sternenbild wird an diesem Datum zu sehen sein? Und was befindet sich am außergewöhnlichen Ort des Schnittpunkts der Sonnenfinsternis von 2023 und 2024? Die Antworten kommen jetzt. Shalom zusammen. Eine Sonnenfinsternis, wie sie am 8. April 2024 stattfinden wird, hat es laut einem Artikel vom 27. März so noch nie gegeben, weswegen man diesen Tag als einen Meilenstein in der Geschichte der Weltraumwissenschaft bezeichnet. Der sogenannte Teufelskomet, der nur alle 71 Jahre die Sonne umkreist und am 8. April 2024 der Sonne am nächsten sein wird, ist größer als der Mount Everest, weswegen einige Dinge am Himmel geschehen werden, die in der Tat historisch sind. In einem anderen Artikel vom 25. März heißt es außerdem: Die totale Sonnenfinsternis, die am 8. April dieses Jahres stattfinden wird, wird durch Iona in Texas und durch mehrere Städte mit dem Namen Ninive gehen, auch auf der Durchreise durch Rapture. All dies geschieht im Sternenbild Cepus, was der Walfisch ist. Auf die Stadt Rapture, was übersetzt Entrückung bedeutet, werden wir noch eingehen, doch wir sehen nicht nur, wie die Sonnenfinsternis vom 8. April die Stadt Iona einnehmen wird, sondern auch mehrere Städte in den USA, die den Namen Ninive haben, also den Ort, wo Iona das Volk vor der Strafe Gottes warnte, wenn Ninive nicht Buße tun würde. Zufälligerweise geschieht dies alles auch noch im Sternenbild Cepus, was Walfisch bedeutet, das sich am Nordhimmel befindet und mit einer Fläche von 1231 Quadratgraden das viertgrößte Sternenbild am Himmel ist. Und ein großer Fisch spielte ebenfalls eine Rolle bei der Ankunft Jonas in Ninive, da Jona laut Bibel im Bauch eines Riesenfisches war, der Jona schließlich nach Ninive gebracht hat, was Jesus selbst als ein Zeichen beschrieb. So sagte Jesus in Matthäus 12, Abvers 39: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Im Pfad dieser Sonnenfinsternis vom 8. April befindet sich außerdem eine Arche Noah in Williamson, nämlich in Kentucky, wo sich in den USA ein christlicher Themenpark befindet, der 2016 eröffnet wurde und ebenfalls einmalig ist, dass sich dort eine große Darstellung der Arche Noah befindet, die buchstäblich nach biblischen Maßen nachgebaut wurde. So wird auf deren Homepage Folgendes berichtet: Ark Encounter zeigt eine Arche Noah in Originalgröße, die nach den in der Bibel angegebenen Maßen gebaut wurde, mit einer Länge von 510 Fuß, einer Breite von 58 Fuß und einer Höhe von 51 Fuß, begeistert dieses Wunder der modernen Technik Besucher von jung und alt. Ark Encounter liegt im wunderschönen Grand Country in Williamstown, Kentucky. Diese Arche Noah in Kentucky ist also 155,4 Meter lang, 25,9 Meter breit und 15,5 Meter hoch. So sagte Jesus in Matthäus 24, Vers 37 außerdem Folgendes über die Drangsal der Endzeit: Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Bevor wir auf den Ort Rapture und die Entrückung eingehen, schauen wir uns einmal an, wo die Überschneidung der Sonnenfinsternis vom 14. Oktober 2023 und vom 8. April 2024 sein wird, die ja miteinander verbunden sind. So wurde am 25. März berichtet: Der Schnittpunkt, die Konjunktion der Sonnenfinsternis vom 14. Oktober 2023 und vom 8. April 2024 befindet sich über einer der größten Kreuzskulpturen in den USA,
namens The Coming King Sculpture Prayer Garden in Kerrville, Texas. Diese Kreuzskulptur des kommenden Königs im Prayer Garden in Texas liegt außerdem zufällig auf dem gleichen Breitengrad wie Israel und formt am 8. April ein Kreuz an diesem Ort, wenn man die Sonnenfinsternis von 2023 und 2024 übereinander legt. Nicht nur der Weg an diesem Ort sieht aus der Vogelperspektive aus wie ein großes Kreuz, sondern oben befindet sich an diesem Ort außerdem die erwähnte Kreuzskulptur, während Jesus allerdings nicht am Kreuz hängt, weil Jesus auf einem weißen Pferd abgebildet ist, was laut Bibel ein Zeichen der Rückkehr des kommenden Königs Jesus Christus bedeutet. In Offenbarung 19 steht ab Vers 11 folgendes geschrieben: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Rückkehr des Königs Jesus Christus ist gleichbedeutend mit einem anderen biblischen Ereignis, nämlich mit der Entrückung. Im Artikel vom 25. März wurde dazu außerdem berichtet: Die totale Sonnenfinsternis, die am 8. April auch auf der Durchreise durch Rapture ist. Rapture in Indiana befindet sich im Schnittpunkt Konjunktion der totalen Sonnenfinsternisse 2017 und 2024. Es gibt nur einen Ort auf der ganzen Welt namens Rapture. Könnte Rapture in Indiana die in der Kreuzung Verbindung der Pfade der Totalität und den während der Sonnenfinsternis sichtbaren doppelten Diamantenringen symbolische Zeichen der baldigen Entrückung und Hochzeit sein? Da Rapture, wie gesagt, Entrückung bedeutet, verbinden vor allem einige Amerikaner den 8. April 2024 mit der Entrückung und glauben, dass am 8. April die Entrückung stattfinden könnte, was biblisch betrachtet allerdings ausgeschlossen ist. Paulus schrieb im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 16: Denn der Herr, nämlich Jesus selbst, wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Die Entrückung in den Himmel zu Jesus Christus, die von einem Posaunenschall begleitet wird, findet also bei der Wiederkunft von Jesus Christus statt, der allerdings nicht vor der Drangsal zurückkehren wird, sondern erst nach der siebenjährigen Drangsal. So hat Jesus in Markus 13, Vers 25 und in Matthäus 24, Vers 29 folgendes über seine Rückkehr prophezeit: Aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Bald aber nach der Drangsal wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. In der Tat ist die Rückkehr des Messias mit himmlischen Zeichen verbunden, wie zum Beispiel mit einer Sonnenfinsternis, womit allerdings nicht die Sonnenfinsternis vom 8. April gemeint sein kann, da ja der Antichrist für 7 Jahre die Welt regieren und in Atem halten wird, was noch nicht der Fall ist. Doch über himmlische Zeichen, die mit dem Tag des Herrn verknüpft sind, haben auch schon die Propheten berichtet, denn in Joel 2, Vers 1 und in Sacharja 14, Vers 6 steht geschrieben: Denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe, ein Tag der Finsternis und des Dunkels. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird es kein Licht geben. Die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht, und es wird geschehen zur Abendzeit, wird es Licht werden. Kosmische Ereignisse und himmlische Zeichen werden sich also einstellen, weswegen wir nicht nur die Zeichen der Zeit auf Erden im Auge behalten müssen, sondern auch die Ereignisse am Himmel nicht vernachlässigen dürfen. Jesus sagt in Lukas 21, Vers 28: Wenn aber dies anfängt zu geschehen,
so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und wenn wir dann letztendlich das Ziel erreicht haben, nämlich das ewige Leben in Jesus Christus und die himmlische Stadt Gottes, nämlich das neue Jerusalem, dann brauchen wir auch nicht mehr die Sonne oder den Mond zu beachten, denn in Offenbarung 21, Vers 23 wird Folgendes prophezeit. Und die Stadt, das neue Jerusalem, bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Mögen wir also heute schon ein Licht sein in dieser finsteren Zeit, damit wir die Orientierung in der Endzeit nicht verlieren und uns auf das fokussieren, was wirklich wichtig und von Bedeutung ist, nämlich der Glaube an Jesus Christus und die Rückkehr des kommenden Königs. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal, vielen lieben Dank dafür. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König der Könige, der Richter der Welt, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.